So, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Stream. Und zwar ein Stream, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Denn wir spielen Railroads Online. Das ist gerade vor kurzem rausgekommen. Das ist so ein Mix aus Management, Aufbau, Zugsimulation, alles Mögliche. Ist in Early Access, hat noch einige Bugs und kein Tutorial. Und am Anfang ist es wirklich ein Pain in the Ass, da irgendwie zurechtzukommen. Und ja, das ist jetzt so ein Kennenlernvideo und ja, auch noch ein bisschen eine Vorstellung, alles in einem. 7 Stunden habe ich da drin schon verbracht und habe ein paar Mal neu angefangen und ich habe oft geflucht, aber jetzt habe ich es, glaube ich, draußen. Und ja, ich zeige es euch mal. Und wie gesagt, das ist Multiplayer. Ich spiele es jetzt mal alleine, aber ich hoffe, ich kriege noch jemanden fürs Multiplayer, weil, wie gesagt, bis zu 32 Leute können da zeitgleich spielen. Und ich hoffe, die Musik jetzt nervt jetzt nicht. Ich glaube, die machen wir ein bisschen leiser. Musik. Mal ein bisschen nach unten hier. So. Und hi, Nikovo6785. Danke nochmal für den Follow, ne? Ich will euch gleich schon mal zeigen, wie man das Spiel startet, denn es geht gerade direkt schon los mit Server erstellen. Das muss man jedes Mal machen. Auch wenn man allein spielen will. Also wenn man allein spielen will, gibt man einfach irgendeinen Namen ein. Irgendein super tolles Passwort. Man könnte jetzt hier noch einstellen, wie viel. Geht theoretisch bis 64. Ich mache jetzt mal nur einen. Und der letzte Speicherstand. Wichtig, das Spiel speichert nicht von alleine. Ihr müsst wirklich jedes Mal speichern. Gerade wenn ihr wieder rausgehen wollt. Es ist schon ein paar Mal passiert bei mir, dass ich was baut habe und habe vergessen zu speichern. Super, super, super ärgerlich. Da muss man jetzt nur noch den Spielstand aussuchen, den letzten. Ich habe da schon mal einen vorbereitet. Und da gehen wir jetzt auch mal gerade direkt rein. Sollte eigentlich recht schnell gehen. Und jetzt muss er erstmal kurz nachladen. Und dann gleich die Sachen hier auftauchen. Wie gesagt, Early Access. So. Das ist das Gebiet, in dem man startet. Und mit der Startlok. Das ist die Betsy. Und eben Schmalspur. Und man hat hier einen Wasserturm, hier landen alle Fahrzeuge, die man sich neu kauft, wie zum Beispiel die 2 Wagen, die habe ich vor dem Stream neu gekauft und es sieht echt hübsch aus. Und bei der Lok beispielsweise, da kann man alles selber bedienen, das ist echt, echt cool. Es gibt auch diesen Easy Mode, da drückt man F und dann hat man hier unten die Steuerung von der Lok, so fährt es auch fast am besten, weil hier, wenn man hier so drin steht, sieht man gar nichts. Zumindest in der Lok nicht. Gibt noch einige andere Loks. Mit G geht hier das Konstruktionsmenü auf. Da kann man eben Schienen bauen, Brücken, Betriebsgebäude, zum Beispiel Besandungsanlage, Brennholzlager für die Lok, den Wasserturm. Und hier bei den Fahrzeugen, da sind eben die unterschiedlichen Wagen hier. Wir haben, also den bekommt man als Start. Den haben wir jetzt hier gerade, habe ich mal gerade gekauft. Werden wir dann gleich mal wegrangieren. Öl, Güter etc. Es gibt auch so einen Handwagen. Das sind die Lokomotiven, die haben wir jetzt aktuell. Gibt es nochmal in Schwarz. Eine größere. Die Heisler. Die Kuk-Mogul. Die wäre natürlich geil, aber die kostet 4300. Und die D&RG Class 70. Die Eureka hätte es noch. Das ist auch das höchste. Die kostet 2900 nur. Ah, ja. Schauen wir mal kurz den Live-Chat. Nico meint, hab das Game auch, bin aber nur mit der halben Bergstrecke nach 5 Stunden Arbeit zehnmal entgleist. Aber jetzt geht die Strecke bis zum Versorgungspunkt. Danach muss ich erstmal weiterbauen. Also das Fluchen kenne ich. Ich habe schon die Climax. Ja, also gerade das mit dem Streckenlegen ist echt ein Pain. Hab's jetzt aber rausgefunden, wie es halbwegs gut geht. Das werde ich euch dann gleich mal zeigen. Hier die Karte. Wir haben hier das Holzfällerlager, Sägewerk, Schmelzhütte, Eisenerzmine etc. Das soll man dann alles mal irgendwann verbinden. Das erste, was man tun soll, ist zum Holzfällerlager eine Strecke zu bauen, vom Frachtdepot aus. Und vom Holzfällerlager zum Sägewerk. Das hat mich 4-5 Stunden gedauert. Denn man muss hier beim Terrain wirklich im Vorhinein mal gucken, wo man hingehen will. Gerade wegen Brücken und Co. So. Und allererster Pain, das Kuppel. Es gibt kein Tutorial. Wie kuppelt man richtig?
Ich zeig's euch mal. Macht's nicht den Fehler und fahrt's mit der Lok direkt an den Wagen ran, wenn ihr kuppeln wollt, sondern lasst's Abstand. Also vielleicht nicht gerade so viel, aber lasst's ein bisschen Abstand. Und dann funktioniert das so. Man geht da ran, damit es gehighlighted ist. Und da steht es links oben schon, linke Maus, dass ihr nach oben ziehen, Haken einlegen oder nach unten Haken entfernen und Bolzen durchstecken, Bolken herausziehen. Wir brauchen nur auf einer Seite am Bolzen, sprich linke Maustaste und nach oben. Dann haben wir hier diesen das Teil da. Und mit der rechten Maustaste einmal nach unten, dass der Bolzen drin ist. Als nächstes fahren wir mit der Lok ran und machen nur bei der Lok den Bolzen nach unten. So funktioniert das Kuppeln. Ja, ist speziell. Man kann den auch nicht mit der Hand verschieben. Das geht nicht. Muss die Lok machen. Sollen wir jetzt erstmal machen. Ich glaube, die Lok ist auch nicht bereit. Nein, wir müssen erstmal hier Holz sammeln. Geht mit dem Linksklick, dann nimmt er immer 5. Mit Steuerung in die Hockey hier aufmachen. Macht er halt nicht jedes Mal. Und dann mit Rechtsklick hier so reinfeuern. Was er jetzt gerade irgendwie nicht macht. Profi-Effekt. Da machen wir es jetzt so, aus dem Stand. Gut, dann mit F nochmal rein. Dann schauen wir links unten. Fuel, jetzt hat er was drin. Und jetzt geht auch die Feuertemperatur nach oben. Und so wie dann die Water Temperature über 100 ist, kriegen wir dann Druck. So. Ich würde sagen, Bremsen lösen. Nach hinten. Kurz die Glocke angemacht. Die Leute da noch ein bisschen nach und fahren da mal an den Wagen ran. Ah ja, und man kann hier natürlich entgleisen. Das geht sogar recht schnell. So, dann sind wir hier hinten dran. Und ich stecke fest, noch ein Bug. Mal hüpfen, so jetzt sind wir hier draußen. Und jetzt versuchen wir mal, ja genau. Hier, und jetzt einen Rechtsklick nach unten. Und wenn es dieses Klank gibt, dann hat man quasi angekuppelt. Sieht ein bisschen falsch aus, meiner Meinung. Aber ja. Und natürlich die Bremsen lösen. Bei Standard sind die nämlich angelegt. Linke Maustaste und nach links ziehen. Bis es nicht mehr geht, sind die Bremsen gelöst. Gut. Ab in die Lok mit F. Und dann fahren wir mal zum Holzfällerlager. Aber eben nicht zu schnell. Also die drei Gleise sind vom Anfang an schon da. Aber ab dieser Weiche da muss man selber bauen. Okay, Nico meint gerade, wir haben bei der Climax im Easy Mode die Glocke und Pfeife aktiviert. Bewegt sich zwar alles, aber es gibt keinen Ton. Okay, ich bin bis jetzt nur mit der da dran. Und das ist meine Strecke. Was für ein Pain. Also hier im Flachen geht's ja noch. Aber sobald dann die Berge kommen, das ist dann echt hart. Ich hoffe, der Ton ist okay so. Also es geht jetzt erstmal ein längeres Stück erstmal geradeaus und dann geht es nach links weg. Aber das Spiel hat Potenzial. Also gerade mit mehreren Leuten. Bin mal gespannt, was sie da jetzt noch alles machen werden. Ich finde es so witzig, wie sie das mit dem Hin- und Her-Wackeln da gemacht haben. So quasi um zu simulieren, dass die Schiene nicht perfekt ist.
Ah, die großen Nox machen gar nicht so. Okay, interessant. So, hier ist die erste Weiche. Wollen wir nicht so schnell drüber. Oh, und achtet bloß drauf, dass die Weichen richtig gestellt sind. Aus jeder Richtung, hier im Gleis sonst. Man kann das typische Auffahren leider nicht machen. So, da geht's dann zur Holzverarbeitung, wenn wir dann gleich mal hinfahren. Und den Wagen, wenn wir jetzt mal gleich hier hinten am Gleis abstellen. Mal bremsen. Man kann auch einfach aussteigen. Die bremst dann. Wie so ein Totenmannsknopf. Und dann hier an die Weiche gehen. Nach links ziehen oder nach rechts. Wenn das nicht geht, liebe Leute, müsst ihr einfach auf die andere Seite gehen. Das geht immer nur von einer Richtung. So, hier wollte ich ursprünglich geradeaus weitermachen. Hat aber nicht funktioniert. Hab dann hier rechts weitergemacht. Jetzt nutze ich das als Abstellgleis. Und da werden wir den Wagen erstmal hinstellen. Weil den brauchen wir noch nicht. Eine erste Entgleisung kam durch eine falsch gestellte Weiche. Ne, bei mir war es eine Kurve und es war gleich die, die was da hinten am gleichen kommt. Und dann kam das mit der Weiche. Einmal dachte, naja, auffahren sollte ja eigentlich gehen. Aber dem war nicht so. So. Hier die Bremsen mal anlegen. So. Wir können nämlich verdammt gut rollen, diese Wagen. So. Und hier den Stift wieder raus, bitte. Danke. Und dann fahren wir wieder vor. So, und nochmal die Weiche stellen. Oh, ich habe da offen lassen, sehe ich gerade. Aber weil wir können mal nachschauen, können eigentlich nachlegen. Passt doch nicht so wieder nicht. Einmal wieder zu. Komm, geh zu. So. Ab geht's zu den Holzfällern. So, die Kurve ist bei mir gefährlich. Also wenn ich da zu schnell bin, haut's mich raus. Das war meine erste Entgleisung da. Jetzt hier nochmal ein Stück bergab. Jetzt die Kurve. Dann geht's bergauf. So, da werden wir uns mal ganz kurz umstellen, weil ich will gleich nochmal ankuppeln. Wir wollen hier rechts. Ja, es ist nicht wunderschön hier gemacht. Ich mache das vielleicht nochmal neu. Aber es funktioniert für den Moment. Da stehen auch schon mal die Wagen. Ich habe die auch schon mal beladen, damit wir das nicht mehr machen müssen. So, einmal vorbereiten. Perfekt. Guckt mal schnell an, dann zeige ich euch mal, was ich hier alles verbaut habe. Wunderbar. Ah, shit, Bremsen ist ja nicht angelegt.
Jetzt rollen die natürlich nach hinten. So. Komm. Anlegen. Danke. Eben, sagte er. Die rollen echt gut. So. Versuch Nummer 2. Perfekt. Angekuppelt. Gut. Also, wir haben hier 5 Wagen. Die sind schon mal beladen. Aber wir können eigentlich gerade meine Bremse schon wieder lösen, sonst vergesse ich es nur wieder. Na komm, nach links. So, sollte gelöst sein. Gleis geht hier nach hinten weiter. Da vorne ist ein Kopfgleis mit einer Weiche. Hier hat es nochmal so ein Abstellgleis, dachte ich, mach das mal hier hin. Und mit dem Gleis kommt man auf die andere Seite. Wo man hier auch nochmal laden kann. Hier einmal so ein Wasserturm fürs Wasser. Hier kann man das Holz für die Lok einladen. Hier jetzt auch nochmal ein Abstellgleis. Und ich glaube, da ist... Kann man hier nochmal laden? Das muss ich mal schauen. Scheitholz. Ich glaube, das Scheitholz sollte eigentlich da vorne hingehen. Es gibt einen Bug, dass man das Teil da unten nicht beladen muss und sich einfach das Holz holen kann. Aber ja. 4 Wagen, also bei meiner Strecke ging das mit der Lok nicht. Da gibt es nämlich eine Stelle bei mir, da kommt die mit 2 Wagen mit Volldampf hoch. Ja, also ich schaue, dass ich hier maximal so 3 Promille hochgehe. Wobei ich glaube, das sind mehr als 3 Promille. Aber wenn ich diesen Automat, also ich zeige es euch dann, wie ich das mache. Da kannst du es hier einstellen, wie steil er hochgehen soll. Habe ich mit der jetzt noch keine Probleme. So. Jetzt sagen wir, fahren mal ab und tun das mal abladen. Wir müssen Geld machen. Und neue Sachen kaufen können. Weil ich sehe gerade, das Wasserlevel mit 90 ist sehr gering. Dann werden wir erstmal nach hinten und Wasser auffüllen. Ich könnte es mir einfach so ein Wasserturm hier hinklatschen. Aber tun wir mal ein bisschen rangieren. Ah. Sollte ich vielleicht erstmal kontrollieren, ob die Weiche richtig gestellt ist. Sonst entgleist mir das Zeug hier. Ich komme mit. Ich komme mit dann nach hinten fahren. Die ist richtig gestellt. Die ist falsch. Na komm. Eben, das ist das, was ich meinte. Dann andere Seite. Habe ich da Platz? Ja, ich würde sagen, das geht sich aus. Prozent bei dir. Okay. Ich muss auch sagen, die Brücken schaut geil aus in dem Spiel. Also wenn wir dann zur Holzverarbeitung fahren, dann fahren wir über die Brücke. War keine große, aber es ist eine Brücke. So. Ich hoffe wirklich, das geht sich aus mit dem Platz da hinten. Oh, das glaube ich wird sehr eng. Ich glaube, ich schau mal lieber. Wie habe ich da noch? Ah, doch, das geht. Wunderbar. So, einmal nach hinten. Gut, rein mit den Bremsen. So. Komm, stell dich um. Dann können wir gerade die Weiche davor noch kontrollieren. Deine Strecke ist dreimal so lang, weil du auf dem Berg hochschlängelst. Stell ich mir aber dann optisch schön vor. Ist falsch.
So, ich würde sagen, wir fahren bis hier hin. So abkuppeln und dann Wasser nachfüllen. Den sollte das funzen. Los geht's. Oh, so ähnlich aus wie im Startbildschirm. Sehr nice. Ja, ich meine, wenn du heute Abend Zeit hast, könntest du ja mal den Server hochstarten. Und mir die Strecke zeigen. Könnte ich mich mit mir verbinden. So. Da bleiben wir jetzt mal stehen. Schon abkuppeln. Achso, scheiße, Bremse. Bitte nicht wegrollen. Komm. Bremse. So. So. Komm. Perfekt. So, was wir jetzt schon mal machen, ist hier den Deckel aufmachen. Sonst kommt da kein Wasser rein. Und rückwärts. Halt, rückwärts. Danke. So, dele. Etwa zu früh. Muss relativ genau drunter sein. So ist gut. Und dann runter mit dem Ding. Na komm. Runter. Jetzt. Also mit der Steuerung müssen sie echt noch was machen. Ups. So. Komm jetzt. Das kann's doch nicht. Doppelt's rein? Ja, okay. Gut, schauen wir mal, wenn die Lok, ob es voll wird. Das schaut sehr gut aus. Bis 500 geht's. Sehr gut. Dann können wir das Teil wieder nach oben machen. Hier nach oben. Ja, weiter. Gut, reicht schon. Hier machen wir wieder zu. Bitte, danke. Oh, komm jetzt. So, und wir holen uns jetzt gerade noch mal ein bisschen Holz. Einfach da mal abwägen, wie kannst du das im Spiel raus? So. Mal voll machen hier. Ich glaube, einmal geht noch. Perfekt. Gut. Dann können wir jetzt wieder ankuppeln und dann geht's los. Hier brauchen wir nichts. Genau, einmal wieder ranfahren und dann soll es gut sein. Oh ne, du bist mir jetzt aber nicht entgleist, oder? Oh, knapp. Ah, shit. Aber das ist nicht gut. Gut, dann hier bitte den Bolzen wieder rein. Perfekt. Bremsen wieder lösen. Sehr gut. Und Abfahrt.
Aber nach vorne bitte. Schon, dass mir da nichts klar ist. Sehr gut. Jetzt erstmal bergab und die Weiche da unten müssen wir nochmal stellen. Die ist nur falsch. So. Immer voll in die Eisen hier. Oh, brems, 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 brems. Bitte bleib stehen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Und hier umstellen. Es war knapp. Weil ich glaube, die gleisen schon ab hier. Wenn sie falsch gestellt ist. Gerne raussuchen können. Da war noch alles dran hier hinten. Sieht so aus. Schiebt aber ganz ordentlich da hinten. Meine gefährliche Kurve. Dann gleich mal die Scheibe bauen, würde ich sagen. Ja gut. Also die Devs meinten 6 bis 8 Wagen mit der soll gehen. Halte ich für sehr sportlich. Ich finde 5 schon viel. Oh, die Weichen ist ja auch noch falsch. Ah, okay, wenn man dann langsam fährt oder Schrittgeschwindigkeit, dann quasi stoppt man nur. Ah, wir könnten eigentlich mal den Baum hier wegmachen. Man drückt hier wieder G, dann gibt es hier das Abholzen. Und dann klickt man hier einfach so auf den Baum. Und dann fällt er um. Und verschwindet auch von allein wieder. Also Holzfällen muss man hier recht viel, wenn man Strecken baut. Los geht's. Da ist die Brücke, die ich gemeint habe. Ist nur recht kurz. Kamera. Auch das ist eine nette Kurve. Ist noch unschön hier. Ups, das war ein bisschen schnell. So. Jetzt sind wir auch schon da. Muss hier einmal ins Wasser. Bis wir dann Geld kriegen. So, einmal bremsen bitte. So. Wunderbar, wir sind da. Und jetzt heißt es mal entladen. Das heißt, linke Maustaste nach unten und dann weggehen. Sonst landet man selber im Wasser zum Entladen. Und jetzt mit jedem Wagen. Wir haben jetzt
glaube, immer 10 Dollar kriegt man da pro Wadenstamm. Sehr gut. Und der letzte. Gut. Und hier würde ich eigentlich ausbauen. Also ich hätte irgendwie gedacht, nur so ein Parallelgleis hier zum Ausweichen. Und ich wollte mal schauen, was man da hinten kriegt. Ich vermute mal Bretter. Mal da hingucken. Die Baumstämme. Ja, ziemlich sicher Bretter, ne? Bauholz. Bauholz und Balken. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher, wo das wiederum hin muss. Schauen wir auf die Karte. Fachdepot, Öfen, Eisenwerk, Raffinerie, Eisenwerk, Schmelzhütte, Kohlemine. Fachdepot.